Rassismus in meiner Welt. Alles, was man sich darunter vorstellt, will man sich nicht erahnen. Als ich 4 Jahre alt war, erklärte mir mein Vater anhand von 2 Eiern mit unterschiedlichen Scheinen, einmal ein weißes Ei und ein braunes, wie unterschiedlich Menschen wir sind. Was sind in den Eiern drin? Fragte er mich. Ich antwortete, Eiweiß und Eigelb. Genauso sind wir Menschen auch. Unterschiedliche Schalen, aber innen drin das Gleiche. Im Kindergarten machte ich meine erste Erfahrung. Erzieher waren fies. Buntstifte in Hautfarbe. Nicht meiner Haut. Später in meiner Schulzeit kamen mir Mitschüler mit Sneakers-Verpackung und nannten mich Sneakers, weil es sich schön auf das N-Wort reimte. In diesem Moment war meine Herkunft egal. Schwarze Haut ist schwarze Haut. Ich konnte mich nicht beklagen. Kein Bock, Schläge zu kassieren. Aktuell? 18.02.2022. Angetrunkener Nazi greift mich an. Er wollte mich mit seinem Messer in meinem Hals rammen. Ich stoße ihn weg. Er taumelt davon. Ich renne und renne. Ich schließe mich in meinem Zimmer ein. 2 Tage. Scham und Einsamkeit vermag mich mit niemandem zu kommunizieren. Ich redete doch mit meinen 2 Freunden. Sie sagten zu mir, geh zur Polizei. Und ich ging. Ich habe beschlossen, nicht mehr zu schweigen. Denn je mehr man schweigt, desto weniger wird man aufmerksam. Von dem Moment an habe ich beschlossen, mutig zu werden, aufzustehen. Also, hör gut zu.